Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete's Meat kocht. Beziehungsweise Pete's Meat, ich weiß gar nicht, ob man das, nennt man das Kochen? Ich glaube nicht. Und ich muss an dieser Stelle sagen, heute geht es mit Fisch. Lachs, das sieht aus wie Julius, wenn er die Windel voll hat. Heute kochen wir was unfassbar Perverses. Es sieht zumindest unfassbar pervers aus. Lachsrollen. Sieht aus wie Sushi für Arme. Bin hat sich noch nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Fisch gekauft habe, aber hey, ne? Kommen wir später zu. Und dafür brauchen wir. So, nachdem das letzte Mal bei Bram so kacke gefunktioniert hat, mache ich das jetzt mal richtig. Ja, ich zeig dem Bram jetzt mal, wie das geht. Wir brauchen Rahmspinat, der jetzt hier geil rumgammelt, weil ich den auftauen musste. Räucherlachs, in meinem Fall über Buchenholz mild geräuchert. Kräuterfrischkäse, Allgemeinkäse, zwei Eier, Baguette. Und natürlich Dill bzw. Kräuter de Provence. Den habe ich richtig schön durchgeschnitten, den Spinat, weil wir nur so wenig brauchten. Hier, ich zeige euch mal Vergangenheits-Pete. Ja, danke Vergangenheits-Pete. Cooler Typ. Und das, meine Damen und Herren, war wieder mal ein Shot, den ihr nicht bei mir gesehen habt, aber ich hoffe, ihr seid jetzt informiert darüber, welche Zutaten es alle gibt. Ah, das ist ja schon kaputt. Das ist ja nice. Ich glaube, das tausche ich mal aus. Falls Corona irgendwann mal vorbei ist und man wieder so Veranstaltungen machen kann und ihr habt dann abends nach so einem beispielsweise langen Messetag irgendwo gibt's was zu essen, dann ist das, was jetzt kommt, genau das Ärgernis, was man immer hat, aber was einem auch irgendwie den Arsch rettet. Häppchen. Man hat eigentlich richtig Hunger bis unter die Füße, aber dann gibt es Häppchen. Auf der anderen Seite knallt man sich dann den Teller immer so voll mit Häppchen, dass man dann doch irgendwie wieder satt wird. Es geht weiter. Ich hab schon einmoderiert. Alles gut. Den Spinat auftauen lassen und da... Oh. Ja gut, dass der jetzt schon eine Viertelstunde hier liegt. Ein Block Spinat. Brauchen wir überhaupt so viel? Oh nein! 150? Für ein paar Minuten in die Mikrowelle. Mal gucken, was daraus wird. Der Käse muss noch gerieben werden. 25 Gramm nach Gefühl. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Ich glaube, wir machen, was wir heute machen, ist mehr so Brotaufstrich als tatsächliches Abendessen. Aber es ist mit Spinat, es ist mit Lachs, es ist mit Eiern. Es hat theoretisch Zutaten, die man in einem normalen Abendessen finden würde. Ist der Spinat schon aufgetaut? Nee, nicht genug. Wir stellen den einfach kurz in den vorgeheizten Backofen. Wir sind gleich wieder. So, gucken wir mal, ob das geklappt hat. Sind die Glas? Ja, sehr gut. Das hat funktioniert. www.pizmin.store. Was gibt es da? Also ich weiß noch nicht, was das heute wird. Ich weiß auch nicht, wer das ausgesucht hat. Ich habe Rezepte random vorschlagen lassen und habe gesagt, ey Peter, guck mal, das sieht voll eklig aus. Peter hat gelacht und gesagt, komm, das machen wir. Meine Damen und Herren, was bei uns macht. Ich habe gerade den Schnitt zu tief gesetzt. Hier drin ist noch die wieder verschließbare Packung. Fuck. Die Eier schaumig schlagen, den aufgetauten Spinat und den geriebenen Käse unterziehen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kann man Eier mit Eigelb schaumig schlagen? Das habe ich ja noch nie gehört. Naja, wenn es so im Handbuch steht, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Boah, das schmecke ich doch ganz sicherlich nicht ab, wenn da vier Eier drin sind, mein Freund. Ich finde das ja schon krass. Manche Leute können ja so Eier mit einer Hand so aufbrechen. Ne? Da ich die jetzt nicht trennen muss, kann ich das ja mal ausprobieren. Aber das hat so halb gut funktioniert. Das hat weniger als halb gut funktioniert. Ach nö. Oh mein Gott. Seht es euch an. Könnt ihr das erkennen? Es ist ein Gesicht. Hallo. Hilf mir raus. Ich sehe da ein kleines Stück Eierschale drin. Scheiße. Die Eier schaumig schlagen, den aufgetauten Spinat und den geriebenen Käse. Ja, wo kommen denn die Eier hin? Da steht nichts von den Eiern. Du sollst die Eier schaumig schlagen und dann den aufgetauten Spinat und den geriebenen Käse unterziehen. Ach, ist das dieses Unterheben? Essen, unterziehen. Unterziehen, unregelmäßiges Verb. Etwas, dessen Erledigung oder Ähnlichem mit gewissen Mühen oder Unannehmlichkeiten verbunden ist, auf sich nehmen. Ach, unterziehen, oh mein Gott. Nein!
Also, wir lernen jetzt was, ja? Beim Unterziehen wird eine schaumige, aufgeschlagene Masse aus Eiweiß oder Schlagsahne mit festeren Beigaben wie Nüssen oder Schokolade vermengt. Unterziehen oder unterheben, der Unterschied. Der Vorgang endet sehr dem Unterheben. Dabei kommen Eisschnee, Schlagsahne oder in einem Wasserbad aufgeschlagene Creme zu den übrigen Zutaten hinzu. Beim Unterziehen dagegen werden eher festere Zutaten wie Schokoladenstückchen, flüssige Schokolade, Mehl oder Nüsse unter reins bereits aufgeschlagene Masse gemischt. Okay, also ich mache das fest, mische den Scheiß da rein und eigentlich hätte man auch unterheben sagen können. Problem gelöst. Was würdest du unter, wenn du mal irgendwie backst, ja, was würdest du unter schaumig schlagen verstehen? Ja, wenn schäumt. Ja, schäumt schon seit ungefähr dem ersten Mal. Ja, dann ist doch alles gut. Ja, aber wann ist es schaumig? Wenn da Schaum ist oder wenn da halt irgendwie das fester wird oder sowas? Ja, dann Schaum ist nie fest. Hä? Also wir machen gleich das auf dem Kuchenblech? Okay. Okay, nice. Das ist doch schaumig, würde ich sagen. Also Ränder schön unterziehen. Spatel oder ein breiter Löffel. Den setzen Sie am hinteren Schüsselrand an, führen ihn an der Wand hinab über den Boden, an der anderen Schüsselseite wieder hoch und falten die Masse über die Oberfläche. Vorsichtig, nicht die Strukturen zerstören, die man vorher in mühsamer Arbeit aufgebaut hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. So, jetzt müssen wir hier noch was basteln aus Backpapier. Hä, hey, das soll jetzt auf ein ganzes Backpapier drauf? Das habe ich ja schon häufiger gemacht mit so Alu-Schiffchen. Ich weiß gar nicht, da hatte ich mal so eine Phase, so eine Alu-Hut-Phase quasi, wo ich alles aus Alu-Schälchen gemacht habe. Das war eigentlich eine ganz coole Phase. Ein Kuchenblech mit Backpapier auslegen, Kanten hoch, damit die Masse nicht runterläuft. Alter, was denn für eine Kuchenform? Also das hier ist doch eine Kuchenform. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Kanten hoch, damit die Masse nicht runterläuft. Wo soll die denn hier runterlaufen? Das ist doch... Hä? Wie viel sollen dabei rumkommen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Pass auf, hier steht, herausnehmen und etwas erkalten lassen. Ja, okay. Die Omelettplatte abheben und umdrehen. Was ist die Omelettplatte? Was? Kuchenblech. Gucken wir mal, was Amazon sagt. Das ist halt ein Backblech. Warum schreiben die nicht Backblech? Da macht das auch Sinn mit den hohen Kanten, damit da nichts verlaufen soll. Oh mein Gott. Im Zweifel gibt's halt Sauerei, aber das ist kein Problem. Ich bin alleine zu Hause. Warum kann ich nicht einfach auch so eine Auflaufform nehmen? Wenn ich das jetzt da rein tue, dann müsste das doch eigentlich den Sinn der Sache auch erfüllen. Ich weiß noch nicht ganz, wo das Rezept noch hingeht. Oh Gott. Okay, ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, ist eher so Kreis. Jetzt die Frage der Fragen noch, eher dick oder eher dünn verteilen? Vorsichtig, ab in den Ofen. Alexa, setz einen Timer auf 10 Minuten. Hä, wo kommt Sammy jetzt her? 10 Minuten? Ja, Sammy, du bringst mir Glück. Timer 10 Minuten. Ich habe das nicht verstanden. Timer 10 Minuten. Aha, geht doch. Jetzt einmal bitte. Wir können 10 Minuten sind vorüber. Oh, der ist voll dick geworden, der Shit. Das war aber so nicht der Plan. Egal, du musst jetzt erstmal auskühlen. Ich bring dich nach draußen dafür. Oh, bist du heiß. Oh. Heiß, heiß, heiß. Ja, Kacke. Jetzt müssen wir noch mal warten. I am inevitable. Das ist jetzt richtig Wish-Bestellung. Sehr dünn. Und zusammengefallen. Aber wird schon irgendwie passen. Das ist, ehrlich gesagt, alles unterwältigend, wie das jetzt aussieht. Das ist komplett zusammengefallen, dieser Schaum. Sieht aus wie so ein Flamm. Die Rolle in Alufolie einwickeln und im Kühlschrank erkalten lassen. Oh Gott. In Scheiben schneiden und auf Baguette oder ähnlichem servieren. Hä, das kommt aus Baguette? Wieso steht denn in den Zutaten nichts von Baguette? Die Omelettplatte abheben und umdrehen. Am besten dafür Frischhaltefolie auslegen. Und das Omelett mit dem Backpapier greifen und darauf mit Schwung umkippen. Hä? 3, 2, 1. Okay, das war easy. Geil. Ah nee, du hast keine Hose an. Dann trägst du Maske. Es bricht alles ab. Das ist eine Katastrophe hier. Da bleibt alles nicht kleben. Haha. Und was bringt dir das? Das Backpapier ist los und das Ding bleibt dran. Juhu.
Das war stressiger, als ich gedacht habe. Darauf den Frischkäse verstreichen und den Lachs darauf legen. Den Belag mit dem Zitronensaft beträufeln. Die Platte an der Längsseite beginnt aufrollen. Oh shit. Oh shit, ich brauche Räucherlachs. Frischer Lachs sollte klare Augen und rohe Kiemen. Was? Ja, hast du klare Augen und rote Kiemen? Scheiße, Mann, ey. Also das ist ja ohne Haut. Ich glaube aber, das hier, das kann man mitessen, oder? Oh, scheiße, ich kenne mich doch bei Fisch so wenig aus. Ich glaube, das ist einfach nur eine Fettschicht, dieses Braune, was unter der Haut ist. Also da hätte er mir doch gesagt, wenn ich das nicht hätte. Alexa, stopp! Mensch, halt's Maul! Ja, weißt du nicht. Ja, mach Stopp, ey. Hab hier gerade ein bisschen Stress. Alexa, stopp! Aber exquiser Frischkäse. Geil. Merkt ihr doch, wie so riesige Scheibe Brot. Okay, also, dann kommt jetzt. Jo, moin. Scheiße. Und damit ist der Brot jetzt richtig. Boah, das riecht schon krass nach Kräuterfrischkäse. Da wird mir ein bisschen schlecht bei, muss ich sagen. Okay. Ich habe meine Finger gedillt. Das ist ein modernes Kunstwerk, Leute. Das nimmt man auch am besten, so ein Räucherlachs, so isst den ja manchmal. Nehme ich am besten mit so einem scharfen Messer ab, oder? Okay. Ich frag dich. Ja, du bist der Beste. So, hier habe ich Lachs, ja. Richtig guten Lachs. Der war richtig teuer, der Lachs. Also ich habe jetzt sowas hier genommen. Ja, so ein Frühstücksräucherlachs. Da macht der Sinn, wenn man es kalt isst. Drauf die Wumme. Ne? Schön den Lachs buddern. Sammy, wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Du bist aber nicht im Schrank, oder? Wo bist denn du? Sammy? Da bist du. Magst du das? Das ist frischer Lachs. Nicht mal Sammy will es essen und ich soll das gleich essen? Okay. Und jetzt muss ich das zusammenrollen, oder was? Das wird doch niemals halten, oder? Also den Belag etwas beträufeln. Mit Zitronensaft. Sieht doch eigentlich, Alter, das sieht aus wie Lachskuchen. Wer kommt denn auf sowas? So. Alol, dann schnibbelt man da so Scheiben. Ah, oh mein Gott. Okay, das hat gut funktioniert. Scheiße, den Belag mit Zitronensaft beträufeln. Fuck. Ja, okay. Wir scheißen auf Zitronensaft. Der nächste. Wieso soll ich das denn jetzt noch in Alufolie wickeln? Wo ist denn da der Sinn der Sache? Und dann kommt die in den Kühlschrank. Könnte ich nicht ins Eisfach tun? Schnellfrost. Hatte ein paar Probleme beim Durchschneiden, ehrlich gesagt. Das sieht irgendwie, weiß ich, schlecht sieht's nicht aus. Das Lachsröllchen, eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist echt gut geworden. Guck mal, wie das hier geschnitten ist. Das ist wirklich so ein Röllchen. Das ist quasi eine kleine Mahlzeit auf dem Brot. Kann gereicht werden. Bei Bällen. Hä? Zu empfängen. Die probieren wir jetzt einfach mal so. Also als kleine Häppchen sind die ziemlich geil. Boah. Boah. Ja, weltbewegend schmeckt irgendwie anders. Schmeckt nach Frischkäse mit Fisch. Ich würde sagen, ist ein solider Brotaufstich. Für so ein Frühstücksbrot kann ich mir das gut vorstellen. Hätte aber keinen Bock, das jeden Morgen zu machen. Finde ich super lecker, obwohl ich überhaupt gar keinen Spinat mit Blub mag. Ja. Gut, ich finde da noch nicht so die richtigen Worte für. Also die Außenhaut ist ein bisschen fest geworden. Das ist so ein bisschen für das Kaugefühl eigenartig. Das haut mich echt nicht von den Socken. Also ich würde 5 von 10 Christians geben, weil das ist jetzt nichts, wo ich direkt sagen würde, boah, absolut unessbar. Aber ich glaube, das werde ich auch nie wieder machen. Das ist mir auch egal, wenn mal als Abendessen was Kaltes gibt, solange es meinen Magen voll macht und lecker ist, bin ich glücklich. Und das ist sehr, 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 sehr lecker. Ich gebe 8 von 10 Sternen. Ich gebe dem Ganzen 6,5. Mal ab. Eine 7 von 10. 8 von 10. Eine 8 von 10 von dir? Echt jetzt? Ja. Das sagst du jetzt nicht nur so. Mhm. Ehrlich? Ja. Wirklich? Ja. Also ich hätte jetzt, glaube ich, so eine 7 gegeben, weil es ist halt okay. Aber es ist halt das. Es gibt halt geileres Essen. 6 von 10 Seppiös. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ha, kleiner Ausblick auf nächste Woche, da wird's vegan. Könnt ihr ja mal gerne schauen, ob euch das selber zusagt und nachkochen. Uns da gerne auf Social Media verlinken. Ich hoffe, bei euch funktioniert's auch. Noch unten rum. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ich danke euch. Tschüss.